seiner Stimme, die was ja ein Nachrichtentext ist. Oder Duncan Larkin hat den Text geschrieben. Okay, super, toll. Also den Newsflash-Text. Ja. Wir verlieren keine Sendung mehr jetzt. Jetzt wird alles gespeichert. Vielleicht. Wir haben alle verloren. Ja? Ja. Und warum? Also weil ich Internet gesagt habe daneben. Das ist schief gegangen. Ich habe aber immer geschaut, ob es mitläuft. Und dann kurz, 10 Minuten verschlossen. Eine Zeit lang habe ich so EDV-Anfängerinnen-Schulungen gemacht. Nicht? Und das wäre mir so super. Ich sage, so, jetzt ist es weg. Ich habe das gar nicht gewusst. Also ich sage, ja, und was haben Sie gemacht? Oder was die Antwort war? Nix. Ich habe nur dort. Das war super. Aber sonst nichts. Aber es gibt welche, du darfst nicht so unzufrieden sein. Kann es sein, dass ich mein iPod da liegen lassen habe, irgendwann einmal und vergessen? Und das ist in meinem Gnade schon verloren. Oder kannst du natürlich noch fragen. Nicht? Das sind die anderen Kopfhörer, da muss man halten. Dann ohne Bügel. Die sind aber schick. Das ist viel Kopfhörer, Mikrofon, aber ich brauche es ja eigentlich gar nicht. Das ist irgendwie so. Könnt ihr ja auch weglassen. Nee. Genau, ich glaube. Was wollt ihr als erstes gespielt haben dann? Wir haben uns das gerade vorher gedacht, die letzte Nummer. Vom Dominik Nostitz, wo der Franz Hautzinger Trompete mitspielt und der Duncan Larkin eben, der Vier-Moderator, der jetzt verstorben ist, einen Nachrichtentext spricht und dann auch selber gesprochen hat. Das ist zwar die Arbeit überlassen wir euch, also ansagen müsst ihr selber, das machen nicht wir. Wenn du also die Nummern sagst oder deutest, also letztens klar. Was soll man überhaupt tun? Das weiß ich noch nicht. Das entscheidet sie in den nächsten 2 Minuten. Reden. Wir fragen euch irgendwas, wo wir auch noch nicht wissen, was. Sollten wir mal Mikros einstellen? Mikros? Verstehst du nicht? Der war doch schon mal da. Super. Oh ja, fertig. Das geht halt alles schon ohne Mikros, gell? Das geht alles total technisch schon. Das muss man nicht. Okay, vielleicht muss man auch irgendwie in die Mitte stehen, oder? Super, Mikros einstellen. Das sind Kopfhörer, oder? Da hört man es dann eh. Ich habe Kopfhörer. Das ist die Kopfhörer. Das ist gar nicht abgekriegt. Ja, aber von der falschen Buchse. Entschuldigung. Wir haben das noch nie gemacht. Ja, super. Letztes Mal hat sich der Sven dann gleich hergesetzt. Nach der ja, Sendung. Ja, na nett. Oder irgendein Karl. Nett. Ja, ist eh, ich glaube, das war. Weil hier so ein Wackelkontakt-Dings geraschelt hat. Und rascheln das Mikro ist nicht so. Das ist eigentlich ein Projekt aus deiner Heimat. Ach so. Bezirk. Ja, ja. Der 8. ist schon. Der 8. ist ein super Bezirk, keine Frage. Ist knapp hinter der Brigitte Mann. Der 8. hat kein Anus Mundi, Mann, mal. Aber neue Gedenktafel jetzt am Schlesinger Platz. Ja, der 8. ist schon nicht schlecht. Also, gibt schon was her. Irgendwann könnte man es wirklich kürzen. Oder? Ja. Jeden halben Lupfen. Seit einem Dreivierteljahr sprechen wir darüber. Das sind die. Das ist ein gut Ding nach zwei. Ja, ja, genau. Vor allem irgendwann mal sollte man länger drüber sprechen. Als sprechen drüber darf schon länger. Wenn man eigentlich reicht ja ausfäden. Also. Ja, ja. Könnte man auch machen.
Was ist denn so ein Relikt, dass das jetzt nur 2-Stunden-Sendung? Ja, einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen Mittag wünscht euch heute 10 Minuten Sendung für Menschen mit Herz und anderen Störungen. So, jetzt höre ich mich. Ja, hallo, heute haben wir Gäste, man könnte sagen, es sind Gäste, die schon einmal da waren, nämlich Jürgen Blank und Roland Tresner. Er nickt, das hast du jetzt richtig ausgesprochen. Und zwar sind sie natürlich in ihrer Eigenschaft als Lassos Mariachis da, aber stellvertretend stellen sie heute eine CD vor oder ein Projekt, das vom Verein 08 aus der, in der Josefstadt initiiert wurde. Hallo Ernst, hallo Ronald. Hallo. Ja, hallo, grüß euch. Projekt 08 oder Verein 08, was haben wir jetzt ernst? Wir sind ja super top gebrieft von unseren Mitarbeitern und Ihnen. Und hackeln nichts. Genau. Also was jetzt, wie jetzt? Projekt 08. Projekt alles 08. Ganz genau. Ja? Verein 08. Also du glaubst mir nicht, Ronald. Projekt 08, irgendwas ist Projekt 08? Also erstens Jorge Blanco, bitte. Also wir sind ja hier als Lassos Mariachis. Also schon, Entschuldigung. Ja. Achte Bezirk ist ja auch dein Heimatbezirk, Ronaldo. Oder soll ich sagen Ronaldinho? Oh ja, dort bin ich zu Hause, echt. Also dort habe ich wirklich auch eine Heimat gefunden zum ersten Mal seit langer, langer Zeit. Und so ist es ja bei dem Sampler auch, ne? Genau, da haben wir sozusagen auch unsere Heimat gefunden, zumindest für das Jahr 08. Übrigens sind wir eigentlich, wenn ich mir das recht überlege, schon in einer Doppelfunktion hier, nämlich als Jorge Jürgen und Raul Roland, weil wir ja zwar auf diesem Sampler 08 ja auch eingeladen wurden, allerdings auch von uns selbst und Dominik Nostis. Und es könnte sein, dass wir im Laufe der Sendung noch eine dritte Rolle einnehmen werden, das werden wir dann noch sehen. Ich bin gespannt, wie das ausschaut, wenn ihr euch dann umzieht dafür. Also auf das sind wir selbst auch schon gespannt eigentlich. Das Projekt 08 ist aber nicht nur von euch beiden initiiert. Dominik Nostitz hat heute leider keine Zeit. Ja, wie ist das von vor sich gegangen? Ihr habt ja lauter Künstlerinnen und Künstler aufgesucht, die im Achten oder in der Umgebung leben und arbeiten. Ja, also die Zusammenarbeit mit Dominik Nostitz hat eigentlich 2006 begonnen. Wo wir als Lassos Mariachis im D-Theater die Lassos Mariachis Show veranstaltet haben und Dominik als Gast eingeladen war. Und das erste Projekt, das wir zusammen mit ihm gemacht haben, war 2006. Jetzt müsst ihr natürlich sofort wissen, um was es da geht, nämlich um Freddie Quinn. 70 Jahre Freddie Quinn, 50 Jahre erster Hit Freddie Quinn, Heimatlos. Und wir haben gemeinsam mit Dominik eben ein zweitägiges Freddie Quinn Tribute veranstaltet im Verein 08. Und das ist doch, wo du kurzfristig abgesagt hast, Ronald, und ich dann auch leider. Stimmt, ihr wart da ja als D-Chains eigentlich eingeladen, oder? Ist das schon wieder so lang her? Ist das schon wieder so lang? Ist echt schon so lang? Wir sind 2 Jahre, oder? Wahnsinn. Es sind schon 2 Jahre, ja. Wir werden älter, Ronald. Und wir auch, und deswegen würde ich sagen, starten wir vielleicht mit der Nummer von Dominik Nostitz zum Jahr 2028. So alt können wir noch werden. Genau, und präsentiert wird unter anderem morgen am 14., 13., was? Morgen auf jeden Fall, Donnerstag, 13. im Verein 08 in der Pieristengasse um 20 Uhr rum, und Pieristengasse müsst ihr selbst nachschauen, wo das genau ist. Also die Hausnummer meine ich. 60. Following the total ban of fossil fueled vehicles, vintage car owners demonstrated around the ring. Shell, Texaco, BP, the OMV and four other major American oil companies. Man hört euch schlecht, aber wenn man euch gut hören würde, dann würden unsere Hörerinnen verstört. Also, wir sind es gewohnt, nur uns gut zu hören und euch nicht. Das ist ein Kanton, gut. Ja, ist das hier. Tut er immer ein bisschen.